Herzlich willkommen bei Chemistry zu Let's Draw und vielleicht ein etwas ungewohntes Startbild hier. Was ihr hier seht, ist grüne Kohle. Warum? Weil wir uns heute mit dem Boudoir-Gleichgewicht befassen werden. Und zwar handelt es sich dabei um das Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid, also CO und CO2, an heißer Kohle. Denn wenn hier Kohle verbrennt, entsteht nicht nur CO2, das CO2 kann sich dann auch wieder an der heißen Kohle umwandeln zu CO, eine Komproportionierungsreaktion, wie ich euch gleich zeigen werde. Extrem wichtig zum Beispiel im Hochofenprozess, weil ich da nämlich Kohlenstoffmonoxid benötige als mein Reduktionsmittel, was dann zu CO2 wird und dann Eisen, also Eisenoxid wird zu Eisen und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch im Hochofenvideo alles anschauen. Ja. Gucken wir mal rein. Boudoir-Gleichgewicht. Da steht es auch schon. Es ist die Reaktion. CO2 reagiert mit Kohlenstoff. Mit dem Gleichgewicht mit 2CO. Ich habe gerade gesagt, Komproportionierung. Gucken wir mal rein. Kohlenstoff hat die Oxidationszahl 0. CO2, da hat der Kohlenstoff die Oxidationszahl plus 4. Im Kohlenstoffmonoxid die Oxidationszahl 2. Das heißt, von Kohlenstoff als Element zu CO. Oxidation von Kohlenstoff CO2 zu CO, Reduktion, Komproportionierung. Wenn ich mir jetzt ein bisschen Thermodynamik hier anschaue, stelle ich fest, dass dieser Prozess endotherm ist, mit einer molaren Standardbildungsenthalpie von 172,5 Kilojoule pro Mol, also Delta Formation, also Bildung, H, Enthalpie, Standard, Molar, aus der Abteilung, wie kompliziert hätten Sie Ihr Formelzeichen gerne, ist gleich plus 100. 72,5 Kilojoule pro Mol. So sieht's aus. Wenn ich mir jetzt die molaren Standardbildungsenthalpien von CO2 und CO anschaue, stelle ich Folgendes fest. Also wenn ich mir jetzt mal hier Delta Formation H Standard Molar von CO2, hat das einen Wert von minus 393,5 Kilojoule pro Mol. Vorzeichen negativ, das heißt, es ist exotherm, wenn Kohle verbrennt, wird Energie freigesetzt. Wenn ich jetzt Kohlenstoffmonoxid aus Sauerstoff und Kohlenstoff mache, habe ich hier eine molare Standardbildungsenthalpie von 110,5 minus Kilojoule pro Mol. So, auch exotherm. So, wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, ich gehe ja hier von CO2 zu CO. So bedeutet, wenn ich mir das so auftrage, hier habe ich H, die Enthalpie in Kilojoule pro Mol, bin ich ja hier unten bei meinen minus 393,5 Kilojoule pro Mol, Einheit steht hier. Und ich möchte aber zu meinen minus 110,5 Kilojoule pro Mol, dann muss ich das hier gehen. Zweimal, weil hier habe ich ja ein Mol und hier habe ich zwei Mol. Das heißt, die Stoffmenge verdoppelt sich, bedeutet, ich muss diesen Weg zweimal beschreiten. Und das ist entsprechend, könnt ihr gerne ausrechnen, diese 172,5 Kilojoule pro Mol endotherm in dem Fall. So, das hat gewisse Konsequenzen, da es endotherm ist, also da endotherm. Bedeutet das, wenn ich die Temperatur erhöhe, Temperatur Delta T steigt, habe ich eine Verschiebung zu CO. Ja? Also endothermer Prozess benötigt Energie, Temperatur steigt, das heißt auch, dass ich mehr CO bekomme. Auf der anderen Seite, das ist das Interessante, da zwei Gasteilchen als Produkt vorliegen, bedeutet das, wenn der Druck steigt, also wenn der Druck Delta P steigt, Verschiebung, habe ich eine Verschiebung zu CO2. Warum? Prinzip des kleinsten Zwanges.
und ideale Gase. Ein Gas, also ein Mol eines Gases, nimmt immer unter Idealbedingungen den gleichen Raum ein. Ungefähr 22,2 Liter. Bedeutet, dass mein 1 Mol CO2 eben jene diese 22 Liter ungefähr ganz grob einnimmt. 2 Mol CO nehmen das doppelte Volumen ein, also in dem Fall 44. Bedeutet, wenn ich jetzt Druck ausübe, zwinge ich das Gleichgewicht in diese Richtung. Ja? So, das hat jetzt Konsequenzen, das können wir uns mal anschauen in dem Diagramm. Dafür male ich mal hier so ein Kästchen. Formschön. So. Und auf die linke Seite mache ich mir die Volumenprozente Kohlenstoffmonoxid. Auf die rechte Seite die Volumenprozente CO2. Hier ist 0, hier ist 100. Dementsprechend ist hier ungefähr 50 Volumenprozent CO2. Auf der anderen Seite umgekehrt. Das heißt hier 0 Volumenprozent CO, 50 und hier ungefähr dann 100. Ungefähr ist gut. Unten auf die X-Achse sozusagen mache ich die Temperatur T in Grad Celsius. So. Und das geht jetzt hier, vielleicht mit einer anderen Farbe, von 400 Grad Celsius bis 1000 Grad Celsius. So, und dann stelle ich fest, dass ich am Anfang, also hier bei 400 Grad Celsius, eigentlich noch gar kein CO habe. Ich habe nur CO2. Wenn die Temperatur jetzt immer weiter steigt, dann steigt auch die Menge an CO. Das kann man übrigens auch berechnen, wenn man sich jetzt noch die neben der Enthalpie die Entropie anschauen würde, könnte mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung entsprechend ausrechnen, wann der Prozess bei welcher Temperatur endergonisch oder exergonisch ist. Das machen wir jetzt nicht, vielleicht drücke ich das dem Max aufs Auge demnächst. So, was jetzt aber interessant ist, was wenn ich jetzt am Druck fummel? Also Temperatur ist klar, ne? Temperatursteigerung, wupp, es geht in die Richtung, bedeutet, ich bekomme immer mehr CO, Verschiebung zu CO. Wenn jetzt der Druck steigt, und dafür muss ich mir ziehen, mein Diagramm eine neue Kurve einzeichnen bei einem anderen Druck, sagen jetzt mal, die hier in Rot, dies für ist gleich ein Bar. So, jetzt nehmen wir mal eine blaue. Und in dem Fall sind wir jetzt größer als ein Bar. Dann würde das so aussehen, ungefähr. Grob skizziert, nagelt mich nicht fest. Zack. So, wenn ich jetzt hier auf meiner Kurve bin und ich bleib bei gleicher Temperatur, gehe ich hier hin zu einem höheren Druck, stelle ich fest, dass ich dann mehr Volumenprozent CO2 habe, als ich hier hatte. Ne? Druck steigt, Verschiebung zu CO2, dementsprechend habe ich auch hier weniger Volumenprozent CO. Das kann ich jetzt auch umdrehen. Das ist jetzt meine Kurve für kleiner als ein Bar. Also Druck verringert sich. Dann würde das ungefähr so ausschauen. Auch hier würde ich jetzt feststellen, wenn ich hiervon ausgehe, ich gehe hier auf die Kurve, stelle ich fest, ich habe mehr Volumenprozent CO, als ich vorher hatte. Auf der anderen Seite habe ich weniger Volumenprozent CO2. Ne? Dementsprechend Druck sinkt, wäre Verschiebung zu CO. Kann man auch genauso gut umgekehrt betrachten. Ja, das ist so das Wichtigste, was man zum Boudoir-Gleichgewicht kennen sollte. Ja? Und wenn wir schon mal Kohle haben, ich weiß ja, wofür ihr dann gekommen seid. Haben wir noch ein paar Würstchen drauf. Und wer Lust hat, kann sich jetzt bis zum Ende dieses Videos angucken, wie die Würstchen braun werden. Ich sag derweil schon mal auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.